Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Wolf on Tour. Heute ein bisschen spezielles Video, über das ich tatsächlich die ganze letzte Nacht nachgedacht habe, ob ich es drehen soll oder nicht, weil gerade die Lage sehr, sehr prekär ist. Wir sind alle in irgendeiner gewissen Krisenstimmung, Coronavirus ist überall. Und es kann gerade sehr, sehr schnell nach hinten losgehen, wenn man zu dem Thema sich in irgendeiner Form äußert. Ich habe gestern ein Meeting gehabt mit verschiedenen Professoren, verschiedenen Experten, die ganzen Tage in meinem Expertennetzwerk sehr, sehr viel Kommunikation gehabt. Und es gibt ein paar Dinge, über die sich alle sehr, sehr einig sind. Und ich habe einfach dieses innere Bedürfnis, dass ich euch ein paar Tipps mitgebe, wie man mit Corona vielleicht besser umgehen kann. Und deshalb nehme ich euch jetzt mit auf eine kleine Reise in die Anatomie und danach ein kleines bisschen in zwei, drei Übungen rein, die ihr wirklich machen solltet. Als allererster Tipp, alle Experten sind sich einig darüber, dass ein Trainingszustand des Körpers ganz, ganz stark darüber entscheidet, wie die Immunantwort stattfindet, wenn ich ein Virus bekomme. Das gilt nicht nur für Coronavirus, sondern für alle Virenerreger, die meinen Körper irgendwo konfrontieren. Das heißt, im Moment alle Fitnessstudios zu. Wenn ihr wieder die Möglichkeit habt, trainieren zu gehen, wirklich mein Appell an euch, vor Corona wird nach Corona sein, es wird immer wieder einen Erreger geben, der euren Körper herausfordert. Geht in ein Fitnessstudio, macht regelmäßiges Kraft- und Ausdauertraining, um euer Immunsystem zu stärken. Das wird heute hier nicht mein Thema sein. Geht dafür auf irgendwelche anderen Channels. Es gibt Home-Programme ohne Ende. Sport anfangen, jederzeit wichtig. Das Zweite, wo sich alle einig sind, hört auf zu rauchen. Ist normalerweise gar nicht mein Thema. Ich muss es aber sagen, Raucher haben extrem höheres Risiko, einen schwerwiegenden Verlauf in einer Corona-Erkrankung haben. Jetzt sind wir auch schon im Thema. Die Experten sind sich ebenfalls einig, auch in der Presse, dass fast alle von uns in irgendeiner Form mit Corona in Kontakt kommen werden, sprich infiziert werden. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht so lange wir in Quarantäne sind, aber im Laufe unseres Lebens bzw. nächsten Monate wird eine Durchseuchung stattfinden. Das heißt, ganz, ganz viele von uns werden damit konfrontiert sein und werden daran auch erkranken. Daran können wir nichts ändern, daran kann auch ich nichts ändern. Aber was wir eben gestern sehr gut festgestellt haben in so einem Talk mit vielen Experten, dass eine ganz, ganz große Rolle spielt, wie schwer mein Verlauf sein wird. Einmal, wie fit ich bin, Immunantwort hatten wir schon. Bin ich Raucher, Nichtraucher, was habe ich an Vorerkrankungen? Und was eine ganz, ganz große Rolle spielt, wie gut funktioniert meine Atmung, wie gut funktioniert meine Lunge. Und dazu möchte ich euch heute ein paar Tipps mitgeben, wie ihr euer Atemvolumen, eure Lungenfunktion, eure Atemmechanik ideal vorbereiten könnt, um dann eben, wenn möglich, die Chance auf einen schweren Verlauf einfach zu minimieren. Also wir wissen von anderen Erkrankungen wie der Influenza, also ganz normale Grippe, dass Menschen, die eine schlechte Atemmechanik haben, schlechtes Atemvolumen haben, eher eine Lungenentzündung bekommen. Also eine schlecht ventilierte, eine schlecht beatmete Lunge, ist die Chance viel, viel größer, dass ich eine Lungenentzündung entwickle bei einer Grippe oder eben auch bei einer Covid-19, die ja ganz stark auf die Lunge Einfluss nimmt, die Erkrankung. Und deshalb möchte ich mit euch ein paar Übungen machen, die ihr jetzt sofort jeder zu Hause anfangen könnt zu machen, für den Fall, dass ihr dann irgendwann den Virus bekommt, dass eure Lunge da in einem guten Grundstatus ist. Umso eher ist dann die Chance, dass ihr eben nicht so schlecht ventiliert seid in der Lunge, dass ihr eben diese gefährliche Lungenentzündung entwickelt. Also, ich möchte hier keine Ding verbreiten, dass ich Corona oder sonst irgendwas verhindern, vermeiden kann. Nein, es geht nur darum, euren Körper vorab zu trainieren, dass ihr mit diesem Husten, der vielleicht auf euch zukommt, ideal umgehen könnt. Dazu kleinen Exkurs in die Anatomie. Wir haben also eine Atemmechanik und bei dieser Atemmechanik ist eben Folgendes, ich versuche das so einfach wie möglich zu erklären. Wir haben verschiedene Muskeln, die für die Einatmung da sind und Muskeln, die für die Ausatmung da sind. Also wenn ich ausatme, dann sind Muskeln da, die mich zusammenziehen sozusagen. Und wenn ich einatme, habe ich Muskeln, die mich öffnen. Darauf möchte ich mit euch ein bisschen eingehen. Das eine ist, wir haben als ganz, ganz großen Muskel das Zwerchfell. Ich habe euch mal ein paar Anatomiebücher rausgesucht. Also das hier ist das Zwerchfell. Hier seht ihr, die Kim zoomt uns gerade mal rein. Das ist jetzt von unten gefilmt, als würde man von unten durch mich durchschauen. Hier ist die Wirbelsäule, hier ist das große Zwerchfell. Das ist ein kappenartiger Muskel, der quasi beim Atmen nach unten drückt. Also wenn ich jetzt tief einatme in den Bauch rein,
Dann drückt dieses Zwerchfell nach unten und der Bauchmuskel muss nachgeben, dass der Bauch quasi nach außen kann. Das Problem ist jetzt bei der heutigen Menschheit, bei der Zivilisation, dass wir sehr viel sitzen, sehr viel nach vorne orientiert sind. Das heißt, der Bauchmuskel, der ein Ausatemmuskel ist, also dieser gerade große Bauchmuskel, der ist bei den meisten Menschen verspannt und drückt die ganze Zeit zusammen. Das heißt, könnt ihr mal testen, wenn ihr ausatmet, dann wird der hart, oder auch wenn ihr hustet, dann spannt der Bauchmuskel an, weil er die Rippen nach unten zieht und eben auch gegen das Zwerchfell arbeitet. Das heißt, habe ich zu viel Spannung im Bauchmuskel, kann das Zwerchfell nicht richtig arbeiten und euch fehlt die Bauchatmung. Also wir reden dann von einer flachen Atmung, die nicht im Bauch reingeht, euch fehlt also Atemvolumen. Die nächsten Muskeln, die ganz stark helfen beim Einatmen, sind zum Beispiel die Halsmuskulatur. Wenn ich jetzt mal ganz tief einatme, dann seht ihr, wie die sich hier oben anspannen, ja, wie die richtig zusammenziehen. Das heißt, die ganzen Muskeln, die hier nach oben arbeiten, die müssen kräftig und stark sein, um eben die Einatmung in den Brustkorb zu ermöglichen. Des Weiteren müssen die Zwischenrippenräume, die Muskeln zwischen den Rippen, die möchte ich euch auch gerade mal zeigen, diese hier, ja, Rippen, und zwischen den Rippen sind immer diese Muskelstrukturen. Hier unten ist wieder das Zwerchfell, was wir gerade hatten. Und diese Zwischenrippenräume müssen loslassen können. Also wenn ich ganz tief einatme und ihr spürt mal euren Brustkorb, da müsst ihr merken, wie der Brustkorb aufgeht, wie das öffnet. Ne? Dann habe ich ein Volumen nach oben in den Brustkorb rein, und wenn das Zwerchfell schön weich ist und der Bauchmuskel weich ist, kann ich im Bauch reinatmen und dann noch im Brustkorb rein. Das heißt, ich habe ein sehr großes Atemvolumen in alle Richtungen frei. Bei ganz, ganz vielen Menschen in unserer Gesellschaft, durch das viele Sitzen, Bewegungsarmut, kein Sport und so weiter und so fort, haben wir verklebte Zwischenrippenräume. Also der Brustkorb ist nicht mehr flexibel. Das Zwerchfell ist verspannt, kann nicht richtig nach unten arbeiten, und die Bauchmuskeln sind total verspannt und lassen da eben nicht zu, richtig Atemvolumen reinzulassen. Der letzte Muskel, den ich euch noch in dem Zusammenhang erklären möchte, ist der Latissimus. Schauen wir, den wir drauf kriegen. Der ist jetzt hier der kleinste. Das ist also dieser große Rückenmuskel, der hier in die Lumbalfaszie, in die Rückenfaszie reingeht, und ist ein ganz starker Ausatemhilfsmuskel. Also wenn ich ausatme, wenn ich huste, dann spannt der ganz stark an. Und auch dieser Muskelbereich ist bei vielen Menschen sehr verspannt und zieht mich immer nach unten und lässt gar nicht zu, dass ich tief einatmen kann. Also ich möchte euch jetzt ein paar Tricks und Übungen zeigen, wie ihr dieses Atemvolumen euch wieder ideal antrainieren könnt. Ihr könnt es auch mal testen. Fasst euch selber auf den Latissimus, hier einen Muskel, hustet mal. Da merkt ihr, wie der anspannt. Und auch nach so einer Erkrankung, also die Übungen, die ich euch gleich zeige, die sind vor einem Husten, gutes Atemvolumen, um diese Ventilation aufrechtzuerhalten, dass ich eben keine Lungenentzündung entwickle. Und wenn ich eine Erkrankung hatte, wie Covid-19, dass ich danach wieder das Lungenvolumen und dieses ganz viele Husten, was ich dann habe, verkrampft mir diese Muskelstrukturen, und um die im Nachgang wieder weich zu kriegen und mir wieder ein gutes Atemvolumen zu erarbeiten. Dafür möchte ich euch diese Tipps zeigen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen folgen der ganzen Erklärung der Anatomie und der Zusammenhänge. Liegt mir einfach am Herzen, dass ihr das nachvollziehen könnt und nicht einfach nur stumpf eine Übung macht. Und jetzt gehen wir in die Übung rein, die ihr wirklich sofort zu Hause umsetzen könnt. Was mir jetzt ganz besonders wichtig ist bei den Übungen, dass sie wirklich jeder machen kann. Und deshalb habe ich jetzt keine Therabänder oder sonst irgendwas, was ich vielleicht sonst verwenden würde, sondern wirklich Sachen, die ihr zu Hause habt. Also ihr braucht irgendeinen Stab, irgendeinen Besenstiel, sonst was. Das Erste, was wir machen, ist an der Aufrichtung arbeiten, also sprich die großen Brustmuskeln, die auch beim Husten und sowas auch wieder eine große Rolle spielen, zu öffnen und auch den Schultergürtel zu öffnen, dass wir eine gute Schulterhaltung uns erstmal antrainieren. Das ist also jetzt die isolierteste Übung, wahrscheinlich die einfachste von allen, aber ist schon mal ein Anfang, um eben auch eine Öffnung zu kriegen für eine gute Atemmechanik. Nehmt den Stab relativ weit außen, dann ist es einfacher. Wenn ihr besser werdet, könnt ihr ein bisschen weiter nach innen gehen. Ich zeige es euch mal von der Seite. Es geht jetzt einfach darum, hier in eine Brustmuskelöffnung reinzuarbeiten. Ja, also wirklich erstmal lokal. Es muss dann hier vorne ein guter Zug sein. Und jetzt eben ganz wichtig, gerade für die, dass ich hier also mit einer tiefen Atmung kombiniere. Ich würde euch empfehlen, 5, 6 tiefe Atemzüge zu machen, dass ihr so 20 Sekunden habt, und dann die Übung gerne 2, 3 Mal wiederholen. Das ist jetzt die einfachste, um wirklich mal diesen Brustmuskel, diese großen Muskel hier vorne zu öffnen und da schon mal eine gewisse Erweiterung des Atemvolumens zu kriegen. Also wichtig dabei, tief atmen. Versucht doch bei allen Übungen immer wirklich im Bauch rein zu atmen, wirklich das ganze Atemvolumen mitzunehmen, um möglichst effektiv da auch Volumen reinzukriegen. Das ist also Übung Nummer 1.
Übung Nummer 2 geht es mir jetzt darum, diese seitliche Öffnung der Muskulatur, die seitlichen Zwischenrippenräume und eben den Latissimus, den wir beschrieben haben, da richtig Länge reinzubringen. Nehmt wieder den Stab, nehmt die Arme nach oben und zieht euch jetzt quasi in die eine Richtung, in die Lateralflexion, also in die seitliche Muskelkette rein. Und jetzt versucht ihr wieder ganz bewusst hier tief reinzuatmen. Also ihr zieht euch hier runter und arbeitet über die Atmung wieder 5-6 tiefe Atemzüge, um wirklich hier diese Zwischenrippenräume, diesen Latissimus hier richtig schön zu öffnen. Mit dem Stab ist so ein bisschen die Notlösung. Ich zeige euch jetzt noch eine Alternative am Türrahmen, die noch einen Ticken effektiver ist. Noch effektivere Variante als mit dem Stab, braucht ihr einfach einen Türrahmen dazu. Stellt euch hier relativ nah ran, braucht irgendwas zum Festhalten hier oben, dann das äußere Bein belasten im Idealfall. Becken rausschieben, reinhängen. Jetzt habt ihr diesen Zug hier richtig intensiv drauf und dann wieder tief atmen. Und wirklich versuchen, vom Bewusstsein ganz bewusst da reinzuatmen, das Volumen zu erweitern, zu öffnen, um wirklich diesen Öffnungsreiz zu kriegen, dass dieser ganze Brustkorb geschmeidiger, weicher wird und eine bessere Atmung zulassen kann. Und das wird euch dann helfen, einmal dieser Latissimus außen, der beim Husten ganz stark beansprucht wird und eben die Zwischenrippenräume, wenn die zu fest sind, Volumen einschränken, das weicher zu kriegen. Vor einer Infektion und nach der Infektion, wenn man wieder gesund wird, ganz, ganz wichtig, um das Atemvolumen wieder frei zu kriegen. Die nächste Übung ist für mich fast die wichtigste, weil hier nehmen wir jetzt Spannung aus dem Bauchmuskel raus, der eben gegen das Zwerchfell arbeitet, der bei den meisten Menschen sehr, sehr verspannt ist. Ihr könnt es auch selber mal bei euch testen, wenn ihr hier versucht reinzugreifen Richtung Zwerchfell unter die Rippen, dann sollte das hier weich sein. Bei den meisten Menschen ist es nicht weich, weil wir eben sehr viel Spannung im Bauch mit uns rumtragen und sehr viel Spannung auch in den Zwischenrippenräumen und in dieser ganzen vorderen Kette. Und die gilt es etwas geschmeidiger zu kriegen, um da mehr Atmung reinzubekommen. Deshalb die beste Übung zeige ich euch jetzt, normalerweise an Geräten, aber wir haben ja nicht alle Geräte zu Hause. Das heißt, ich zeige euch jetzt eine Variante, die jeder machen kann. Ihr braucht nur eine Sofaecke. Dann kniet ihr euch so ein bisschen über die Ecke am besten. Füße sind hinten lang und jetzt lehnt ihr euch auf diese Ecke an, die gibt euch eine Hilfestellung und im nächsten Schritt versucht ihr die Hüfte zu strecken. Jetzt habe ich schon mal Schambein und Rippenbogen sehr weit auseinandergezogen und jetzt kann ich hier die Arme mit dazu nehmen, kann komplett öffnen und jetzt ist es entscheidend, dass ich hier wieder ganz tief ins Zwerchfell reinarbeite hier. Kinn bleibt dabei auf der Brust vorne. Wichtig wirklich die Arme weit nach hinten, den Brustkorb maximal öffnen, bewusst hier ins Zwerchfell reinatmen und wirklich spüren, wie auch das Zwerchfell gegen den Bauch dagegen drückt. Ihr spürt richtig einen Zug im Bauch dann drin, ihr spürt, wie der Brustkorb öffnet. Das ist für mich die effektivste Übung, um wirklich diese komplette Öffnung des Atemraums hinzubekommen und eine ganz tiefe Atmung zu forcieren. Also diese Übung solltet ihr jetzt täglich ausführen. Das waren jetzt für mich die wichtigsten Übungen, um die Atemmechanik anzugehen, die Faszien und Muskeln weicher zu machen, dass euch ein tiefes Atmen leichter fällt. Jetzt habe ich noch eine Übung für euch, die ich euch on top geben möchte. Die habe ich selber bei einem Seminar vom Wim Hof kennengelernt. Das ist eine Übung aus dem Apnoe-Tauchen, wo es also darum geht, großes Atemvolumen zu haben, gute Lungenfunktion zu haben, um möglichst lange die Luft anhalten zu können. Und diese Technik ist, glaube ich, jetzt auch sehr, sehr hilfreich, um eben die Funktion der Lunge nochmal nach oben zu bringen. Also man weiß von dieser Übung, dass nachweislich sich das Lungenarbeitsvolumen verbessert, wenn ich die regelmäßig mache. Und ich finde sie sehr, sehr simpel und möchte die euch gerne mitgeben. Geht folgendermaßen. Man nimmt hier unten die Rippenbögen so in die Hand, die letzten, die ihr so greifen könnt sozusagen, baut hier richtig Druck auf dem Brustkorb und atmet jetzt tief ein gegen diesen mechanischen Widerstand hier.
Ihr habt es vielleicht gesehen, ich komme da fast in so ein Zittern rein, die ganzen Muskeln kommen raus. Also es ist wie ein Krafttraining für die Einatemhilfsmuskulatur. Und wenn man das regelmäßig macht, solange man jetzt gesund ist, habe ich einfach eine kräftige Einatemmuskulatur. Und wenn ich dann irgendeinen Infekt habe, der mir das alles schwieriger macht, habe ich einfach eine bessere Basis, um da dagegen zu arbeiten. Eine Übung, die kann man ganz, ganz einfach in seinen Alltag einbauen. Macht da am Anfang vielleicht mal 15, 20 Atemzüge, steigert das langsam. Ist wirklich sehr, sehr anstrengend, aber mit sehr, sehr großer Wirkung. Und damit wäre ich auch am Ende, habe ich mal ein bisschen die Übung gezeigt, die ich jetzt für absolut wertvoll empfinde, um eben ideal auf einen Infekt vorbereitet zu sein. Ich hoffe, es hilft euch, probiert es aus, macht die Übung, wenn es geht, täglich, und ich hoffe, wir bleiben alle gesund und bis bald bei Wolf on Tour. Liebe Grüße.